Hallo, herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von DriveTV. Wir sind heute in der DGV-Geschäftsstelle in Wiesbaden und das sind unsere Themen. Was heißt schon Talent? Beim Jugendgolfkongress in Paderborn drehte sich alles um diese Frage. Sie ist ein Talent. Wir stellen euch Hannah Karg aus dem Junior-Team Germany vor. Und Talente am DriveTV-Mikro. Wie jedes Jahr gibt es Weihnachtsgrüße von Golfern für Golfer. Wir beginnen mit dem Jugendgolfkongress aus Paderborn und einem Talent, das wir schon mal vorgestellt haben. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, Max Schmidt, Deutschlands derzeit bester Amateur. Beim Jugendgolfkongress in Paderborn plauderten er und sein Coach Jan Pelz aus dem Nähkästchen und verrieten, wie man dahin kommt, wo der 18-Jährige derzeit ist. Der Auftritt des angehenden Pros in Paderborn war für ihn eine Ehrensache. Ich bin hier, um dem DGV etwas zurückzugeben. Die haben mich jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr gut gefördert und wie gesagt, da möchte ich ihnen halt etwas zurückgeben und meine Erfahrung, die ich bis jetzt im DGV gesammelt habe, einfach an die anderen Leute weitergeben. Neben Max Schmidt und Jan Pelz waren mehr als 300 Teilnehmer in Paderborn am Start. Zusammen mit Experten aus der Golfpraxis, der Wissenschaft und anderen Sportverbänden diskutierten sie die Frage, was ist schon Talent? Und alle einte die Tatsache, dass der Begriff Talent vielfältig definiert werden muss. Talent ist für mich besonders im Sport, wenn man immer neue Fähigkeiten erlernen kann und sich bestimmten Situationen auch im Sport anpassen kann. Talent ist Freude, Neugier und Durchhalten. Talent ist für mich Veranlagung. Talent im Golfsport ist leider auch Opferbereitschaft. What is talent in three words? Talent is immeasurable. Talent ist Begabung, Wollen, Können und die richtigen Trainer haben. Ein großartiger Austausch mit vielen Meinungen, die alle Teilnehmer inspirierte. Dementsprechend zufrieden war DGV-Sportdirektor Markus Neumann mit dem 6. Jugendgolfkongress in Paderborn. Eine gute Veranstaltung ist es, wenn ich mich umdrehe und in die Gesichter schaue und in die vollen Räume schaue, wenn gewechselt wird von einem Raum zum anderen und das am Abend immer noch, ja, nach so einem langen Konferenztag, die Themen und die Personen so interessant sind, dass immer noch alle da sind. Auch er blieb natürlich bis zum Schluss Max Schmidt, der sein Talent gleich nochmal an der Konsole unter Beweis stellte. Sie kommt aus Hamburg und ist letztes Jahr Deutsche Meisterin der AK16 geworden. Hannah Karg, wir stellen sie euch jetzt einmal vor. Ich bin Hannah Karg, bin 17 Jahre alt und ich habe ein Handicap von plus 2,4 und spiele für den Hamburger Golfclub Falkenstein. Ich spiele gerne Golf, weil ich selber dafür verantwortlich bin, was ich mache, was der Ball macht. Und ich finde es immer wieder gut, dass man, wenn man gute Einstellung hat und eine gute Mentalität, dass man auch einen guten Score spielen kann und mir gefällt das schon sehr. Mein größter Erfolg waren die Scottish Girls dieses Jahr, die ich sehr solide gewonnen habe, würde ich sagen, mit Gesamt 12 unter nach 3 Runden. Man könnte denken, der Putter wäre mein Lieblingsschläger, aber mein wirklicher Favorit ist das Lob Wedge, weil ich sehr, sehr gerne Lobshots mache und auch sehr gerne im Bunker gehe damit und ja, ums Grün sehr viel Spaß habe mit meinem Lob Wedge. Ja, es ist mir eine große Ehre, im Junior Team Germany zu sein, weil ich persönlich finde es gut, dass man Deutschland präsentiert und ja, man muss immer gut spielen, damit man das Land auch wirklich gut darstellt. Ich möchte später einmal auf die Tour. Das ist das größte Ziel, was ich jetzt habe. Und ja, vorher muss man natürlich erstmal so auf die LET-Tour kommen, damit man dann wirklich auf die LPGA-Tour kommen kann. Zum Abschluss gibt es natürlich traditionell Weihnachtsgrüße von Golfern für Golfer. Hallo liebe DriveTV-Zuschauer, ich bin Wolf-Dieter Gottschlich aus Rheinland-Pfalz. Feliz Navidad! Mein Name ist Susanne Leimeister. Ich bin im DGV unter anderem für die Jugendarbeit zuständig. Barbara Helbig, Golfclub Neuhof, Professional. Ich bin Max Schmidt aus dem Golfteam Germany. I wanna wish you a Merry Christmas. Sebastian Rühl, Bundestrainer der Mädchen. Ich bin Caroline Stenzhorn,
bin von der Abteilung Umwelt- und Platzpflege. Ich bin Christoph Herrmann, ich bin Jungen-Bundestrainer. Mein Name ist Jürgen Wolf vom Deutschen Skiverband. Mein Name ist Jasin Thur, ich bin DGV-Vizepräsident. Ich bin Katrin Vignogna und organisiere die Kaderreisen des Golfteam Germany in die ganze Welt. Ich wünsche euch als Sportzuständiger im Deutschen Golfverband Markus Neumann. Und ich wünsche euch zu Weihnachten sehr, sehr viel Freude und natürlich vielleicht auch ein paar neue Golfschläger. Ich möchte euch gerne eine Botschaft mit auf den Weg geben. Das Glück, es ist unscheinbar. Es trägt das Kleid des Alltags. Verborgen liegt das Glück zwischen Stunden und Tagen versteckt. Es wartet darauf, entdeckt zu werden. Doch dann wächst es mit uns auch über sich hinaus. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2018 stets sichtbares Glück. Ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein richtig tolles, neues, sonniges, langes Golfjahr 2018. Buon Natale! Ich wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit. Ich wünsche euch ganz viele Plätzchen. Eine entspannte Zeit, Gesundheit fürs nächste Jahr. Ich wünsche allen DriveTV-Zuschauern tolle Folgen im nächsten Jahr. Und allzeit wenig Golfschläge. Ein ganz ruhiges, gesegnetes Weihnachtsfest. Und wünsche Ihnen allen im Namen des gesamten DGV-Präsidiums jetzt schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr bzw. in die neue Golfsaison. Und wünsche schöne grüne Momente und einen allseits guten Drive in 2018. So, wir zwei gehen feiern. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und allseits ein schönes Spiel. Können wir nochmal? Ein Haufen Talente, nein. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe